Wenn von Mobilität und Nachhaltigkeit die Rede ist, kommt man an der Bahn nicht vorbei. Sie wird schneller, digitaler, globaler. Dabei sind die Züge nur das eine. Entscheidend ist, wie viel Technik steckt in der Strecke. Und welche Logistik ist nötig, um eine vorhandene Trasse zu modernisieren oder einen Neubau zu koordinieren? Alles im Umkreis von 5 Metern ums Gleis. Das ist das Kerngeschäft der Romberg-Sersa Rail Group. Und wir reden mit den Köpfen, die hinter all dem hier stecken. Wie viel hat Bahntechnik von heute noch mit der von vor 10 Jahren zu tun? Grundsätzlich sehr viel, weil das System an sich sich nicht ändert. Und gleichzeitig ist es eine permanente Evolution. Die Weiterentwicklung, die permanent stattfindet, aber zum Teil sogar eine Revolution, wenn man an verschiedene Abläufe, Prozesse denkt, Digitalisierung, die jetzt genau in die Bahntechnik Einzug nimmt. Wir sind grundsätzlich ein Unternehmen, ich glaube sogar das einzige in Europa, das in den letzten 15 Jahren jedes Jahr feste Fahrbahnstrecken gebaut hat. Das heißt, das hat es uns ermöglicht, dass wir unsere Methoden weiterentwickeln, um auch diese feste Fahrbahn kosteneffizient zu bauen. We are here at the new line Wendlingen-Ulm. Please give us an idea of what's going on here. This is Wendlingen-Ulm is part of a landmark project Stuttgart-Ulm, which is a high-speed rail line. And we design and build here 120 kilometers of high-speed slab track. And it also includes all the rail systems, such as telecommunications, such as a power supply and other disciplines. This new construction line is more than 60 kilometers long and not always and everywhere easily accessible. What does it mean for logistics? Logistics are especially important because we don't have that many options logistic-wise. So we do a lot of our logistics actually on track. You need a good planning and you need good work preparation because this is just a condition for your success. But there are still things happening on a construction site. Usually they arise out of interfaces between different sections or different companies or laws. And you have to kind of forecast what could happen, but it is always up to a certain degree partly improvising. Wie wichtig sind Partnerschaften in Ihrer Branche? Ohne Partnerschaften geht es überhaupt nicht. Was wir lieben, ist, dass wir, wenn wir was erkannt haben, was man besser machen könnte, es sofort auszuprobieren, schnell zu lernen und entweder auf die Seite zu stellen oder weiterzumachen. Und das macht uns attraktiv auch für Partner, die das gerne mit uns gemeinsam tun. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in 7 Ländern, in 3 Kontinenten wirklich alle Bahnen als unsere Kunden zählen dürfen. In Deutschland als ganz wichtiger Kunde die Deutsche Bahn, in der Schweiz die SBB, aber auch BLS. So könnte ich jetzt alle Länder durchgehen und all den Bahnen, die es gibt. Muss man als Komplettanbieter auch das komplette Portfolio vorhalten? Grundsätzlich ist es so, dass es eine Veränderung am Markt gibt. Heute werden immer mehr Gesamtprojekte vergeben. Das heißt, man hat Vorteile, wenn man ein größeres Portfolio selbst anbieten kann. Es ergeben sich dadurch weniger Probleme und man ist wettbewerbsfähiger. How to digitize a construction site? We start with really mapping it out and do data modeling about what needs to be built. If we have it in data models and in a way that the maintainers and the operator can really use it, they can develop better maintenance strategies to increase the maintenance cycles, which means more trains, more services, and really develop rail as the most attractive transport mode to create an environment that is sustainable, and this is our vision. Hubert Romberg, wofür steht denn der Name Romberg-Sersa aus Ihrer Sicht? Ja, mal sicher für eine Tradition, für Werte, für Zuverlässigkeit und auf der soliden Basis eine extreme Innovationsfreude, Investitionsfreude, auch in Maschinen, auch in Technologien und das gemeinsam mit den Kunden weiterzuentwickeln. Innovation heißt für mich im Kleinsten etwas entwickeln, wo dem Kunden einen großen Nutzen bringt. Ein neues Tunnelverfahren umzubauen, wo wir viel effizienter im Vortrieb sind. Wir sind jetzt hier 3 Generationen. Und ich darf
Ihnen bestätigen, die Bahn hat einen viel höheren Stellenwert bei den Jungen als früher. Und wenn wir natürlich jetzt an die CO2-Einpreisung denken, ist das die Zukunft auch für die Bahn. Die Zukunft beginnt gerade jetzt. Die ideale Technik unterstützt natürlich unsere Mitarbeiter und auch unsere Kunden, um sichere Baustellen zu haben. Meine Maxime ist, es sollen immer alle am Abend gesund nach Hause kommen.